Computational Thinking mit BBC Microbit. Wiederholen, wiederholen, wiederholen. Roberto soll 5 Runden auf der Rennstrecke drehen. Damit er das tut, muss ich ein neues Programm für Roberto schreiben. Dieses könnte so aussehen. Dieses Programm funktioniert zwar, aber stellen wir uns vor, dass Roberto nicht 5, sondern 100 Runden drehen soll. Dann wird das Ganze ziemlich mühsam. Es ist einfacher, eine Wiederholungsanweisung zu verwenden. Der Code wird dadurch deutlich kürzer und übersichtlicher. Wiederholungsanweisungen sind in der Programmierung unter dem Namen Schleifen oder Loops bekannt. Sie werden beim Programmieren immer dann eingesetzt, wenn bestimmte Befehle mehrmals oder unendlich oft wiederholt werden sollen. Ein wesentlicher Vorteil ist, dass die Anzahl der Wiederholungen schnell geändert werden kann, zum Beispiel 67 Mal anstatt 5 Mal. Manchmal ist es sogar erwünscht, dass bestimmte Befehle unendlich oft ausgeführt werden. Man spricht dann von einer Endlosschleife, auf Englisch Infinite Loop. Und manchmal ist es nicht klar, wie oft bestimmte Befehle wiederholt werden müssen. Zum Beispiel soll Roberto so lange seine Runden drehen, bis er auf ein Hindernis trifft. Dabei werden die Befehle in der Schleife so lange wiederholt, bis eine bestimmte Bedingung nicht mehr erfüllt ist. Je nach Programmiersprache gibt es für die Erzeugung einer Schleife bestimmte Befehle. Für die Programmierung des BBC Microbit steht im MacCode Editor eine gleichnamige Befehlskategorie zur Verfügung. Mit dem Befehlsblock Dauerhaft, der in der Kategorie Grundlagen zu finden ist, kann eine Endlosschleife erzeugt werden. Um ein blinkendes Symbol am LED-Display des BBC Microbit zu erzeugen, wird zuerst der Zeige-Symbolbefehl benötigt. Das Symbol soll eine halbe Sekunde, das heißt 500 Millisekunden, angezeigt werden und danach wieder verschwinden. Das wird durch die Befehle Pausiere und Bildschirminhalt löschen erreicht. Nach einer weiteren Pause von einer halben Sekunde soll das Symbol wieder angezeigt werden. Ab jetzt sollen sich alle Befehle wiederholen. Dazu wird ein Schleifenblock benötigt, beispielsweise einer, der die Befehle dauerhaft wiederholt. Am Simulator kann das Ganze auch gleich ausprobiert werden.